Burgruine Gösting. Am nördlichen Grazer Stadtrand befindet sich die Burgruine Gösting, eine Ruine mit sehr gutem Überblick, von der aus das Murtal nördlich von Graz einst kontrolliert wurde. An jener Stelle befand sich im 10. und 11. Jahrhundert eine Vorgängeranlage auf dem Frauenkogel, deren Reste wie die Burg denkmalgeschützt sind. Die Burg Gösting selbst ist im 12. Jahrhundert datiert. Im 15. Jahrhundert wurde die kleine Burg zu einer Festung ausgebaut, um Schutz gegen die Bedrohung der Türken und Ungarn zu bieten. Sie war Teil des Kreitfeuer-Warnsystems, das die Bevölkerung vor Bedrohung warnen sollte. 1707 wurden Burg und Herrschaft von den Grafen von Athems erworben. Am 10. Juli 1723 schlug ein Blitz in das Pulverfass der Burg ein und ein Großteil der Burg fiel den Flammen zum Opfer. Die Burg wurde in der Folge nicht mehr aufgebaut. Seit 1999 befindet sich die Ruine und die umliegenden Wälder im Besitz der Bäckerfamilie Auer. Die Ruine wird von dem 1925 gegründeten Burgverein betreut.